Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich bin hier gerade an der Boston Base am Schwarze Brett und grübele, was ich machen könnte. Ich würde sagen, nur ein bisschen Zeit für Nervenkitzel. Hier sind gerade zwei Systeme, ach, zwei Aufträge in Ross 154. Müsse einfach nur was bergen. Möglicherweise auch feindliche Schiffe. Das ist voll in Ordnung. Das da hört sich doch ganz gut. Die machen wir einfach mal. Ne, stimmt, wir müssen einfach nur. Genau. In dieses System. Nehmen wir gerade mal an. Und das da nehmen wir auch noch an. Ja. Das ist doch eigentlich, denke ich, okay, was man noch mache. Wir nehmen uns noch ein paar Drohne mit. Ja, das sollte okay sein. Damit man die Sache aufsammeln könne. Vielleicht haben wir jo, wahrscheinlich haben wir Glück und dass uns ein paar Schiffe ans Leder wolle. Es schwebt da oben eine Crate. Eine Crate. Nur was für eine, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Crate. Die macht gerade Abgang, sehr schön. Oh, was ist das? Sechs oder was bist du? Nee, Moment. Ich wollte jetzt den. Dich. Ach, ein Killbag ist das. Okay, interessant, interessant. So, ich müsste erst mal. So, das ist, denke ich, sinnvoll, die PIP-Einstellung. Wir können schon mal gucken, dass wir ja, Tönungsbefehlsscanner anmachen. Und dann kann es auch schon losgehen. Und eigentlich theoretisch müsste ich ja noch beim Community Goal mitmachen, wo momentan läuft. Das ist ein Bergbau-Community-Event. Ich habe auch noch gerade geguckt, wie weit das von Sol weg ist eigentlich. Die wollen irgendwie diverse Materialien wollen sie haben, um eine Asteroidenbasis zu bauen im System. Irgendwie Platinium und Uranium und ach, irgendwie kommt drei oder vier Stück oder so an. Bisschen was bezogene Signalquelle, das ist schön. Jo, also da wollte ich eigentlich noch mitmachen. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch schaffe. Das wäre nämlich schon nicht schlecht. Wenigstens damit man mitgemacht hat. Ein kleiner Bonus gibt es dann nur eh. Apropos, wir müssen uns immer noch den Bonus vom letzten Community Goal abholen. Bedrohung 0. Ja, gut. Man kann es einfach gemacht kriegen. Da müsste man dann irgendwann noch vorbeifliegen und die Mission, ach, die Belohnung abholen. Nur eins. Na, dann vielleicht eins nochmal nachher. Alles gut. So, bin mal gespannt. Das ist ja ein illegaler Bergungseinsatz. Wo das illegal ist, hier oder in Barnards Stern? Ich würde bevorzugen hier, damit ich in Barnards Stern bequem in die Station und fliehen kann. Da steht nichts. Gestohlen. Ah, okay. Okay, das beantwortet die Frage. Es sind beide Systeme illegal. Was habe ich denn hier? Ich habe fürs Imperium was und irgendwelche Kopfgelder. Oh, guck mal hier. 3300 Credits. Süß. Wenn ich die beim Interstellar Factor einlöse, muss ich ja noch drauf zahlen. Naja, fast. So. Ach, ein Sledge habe ich. Hab natürlich wieder geknaubt. Ich hätte mal so eine Pilotin instelle. Die hat sogar ganz manierlich ausgesehen. Ich hätte sie so eine instelle. Ich habe gedacht, oh komm, ich fliege noch Emissionen.
Ich war gerade in einer Python oder so, da hätte ich sie eh nicht benutzen können. Ich denke, oh, für die schon die Mission fertig, dann holst du wieder. Tja, dann war sie halt weg. Blöd. Was? Was? Mein nächstes Opfer. Gib dir kleine Schüssel vor. Ich kann auch boosten, du auf. So, das war's dann mit dir. Naja, wenigstens wird ein bisschen was dabei. Jetzt schauen wir mal, was hat's im Fall oder ist irgendwas Interessantes. Schilder habe ich aber auch genug. Nö, dann würde ich doch mal sagen. Das lassen wir mal. Und fliehe wieder zu dem Ziel. Ich meine, wenn er schon im Moment, der müsste mich abfangen, dann. Jo, mei. Dann tun wir ihm halt den Gefallen. Das bisschen Kopfgeld können wir uns dann irgendwo abholen. Wenn die Ware nicht unbedingt gestohlen wäre, könnte man ja hier in die Birkeland City inkehren. Da würde man das Kopfgeld wahrscheinlich direkt kriegen. Vielleicht haben wir ja Glück, einen Grinser und Weihnachtsstern. So. Na guck, was das für ein Späßchen wird, wenn wir die Sache ingesammelt haben und dann die nächste insammeln wollen. Wie oft man da abgefangen wäre. Von Pirate wäre man es ja recht. Die Polizei sollte nicht unbedingt dabei sein. Will man es ja nicht grob verscherzen hier. Eher weniger. So. Wir nehmen mal gerade nichts ins Visier und will ich nicht. Primäre. Nee, will ich auch nicht. Ich will einfach nur die Blackboxen. Nee, das ist der Rest brauchen wir nicht. So, während der aufsammelt, wir können mal gucken, ob er die Arbeit auch gescheit macht. Ach, cool. Boah, ich habe noch nie so Container aus der Nähe gesehen. Do not open. Flight Recorder. Ach Gott, wie geil. Hui! Das war wohl unsere Sonde. Das ist hier mal nicht schlecht. Die habe ich echt noch nie von Namen angeschaut. Geil. Komm mal hier hin. Vater das drin. Was ist das hier? Ah, das ist eine Waffe. Nice. So, ist das die letzte? Oh, hi Goofy. Man sollte auch zurückschreiben, wenn wer es hört.
Illegaler Bergungsdingens, Kirchens, illegale Fracht, das wissen wir. Ja, den wollte ich hier immer anschreiben noch. Einfach so. So, okay. Missionsbezogene Signalquelle entdeckt. Das finde ich schon mal ganz gut. Ja, oder auch nicht, oder wie? Moment. Jo. Muss ich hier jetzt... Muss ich jetzt hier wirklich an die Navigationsboje? Wahrscheinlich. Hey. Ja, dann machen wir es halt. Hätten wir keine Kleinmauern. Das hört sich doch gut an. Aber diesmal setze ich dann, schieße ich dann hoffentlich nicht auf die Polizei. Ja, so Piratenjagen mit Goofy, kann man nur mal machen. Vielleicht sogar irgendwo eine Wien-Mission. Na, lieber einfach so, dann kann ich weniger falsch machen. Ich war schon im Goofy. Ein paar Piraten jagen eher, glaube ich, in Rakovet. Ich in The Fair de Lance noch. Und ich habe es natürlich wieder geschafft, auf die Polizei zu schießen. War klar. Aber mit dem großen Unterschied, ich konnte abhauen und konnte dann die Strafe bezahlen und wieder zurück. Also ist noch gut gegangen. Aber ja, war natürlich wieder eine heldenhaft gute Aktion. Wie man es von mir gewohnt ist. So, gleich Goofy. Ich muss nur noch... Oh, da fällt mal gerade auf. Ich habe illegale Fracht und fliehe jetzt an die Navigationsboje. Solange mich geht Polizeiscan, ist alles in Ordnung. Das ist jetzt, glaube ich, nicht die beste Idee, die ich hier habe, aber... Scan. So, gleich Goofy. Ich muss hier gerade... Gucke, dass ich nichts falsch mache. So, gut, da können wir mal ein bisschen gerade ausfliehen, dann kann ich im Goofy auch antworten. So, Moment. Wann? Lass mal überlegen. Ja, richtig, eine Anaconda war sogar auf Kampf gepimpt. Ansatzweise zwar nicht ganz fertig, aber wir arbeiten dran.
Wobei sie hier momentan wieder zweckentfremde für so Missionen. Aber es war ganz gut, wenn es dann ein Pirat abfängt, können wir dem gerade ein paar auf die Rübe geben. Das ist schon in Ordnung. Was war das? Gendatan, derzeit unbekannt. Ja. Okay, alles gut. Sind wir ja hin. Oh je. Zeitung rufen. Was? Ja, okay, gut. Ich war da klar. So, komm. Ja, tippe und gleichzeitig fliegen. Kann ich noch nicht so gut. Tippe. Oh, Zeitung verteilen, okay. Ja, die Leute wollen ihre Zeitung um 19 und so aufstehen. Diejenigen, die noch Zeitungen haben, natürlich. So, jetzt erstmal hier hin. Ansonsten muss ich echt mal überlegen, wie es bei mir passt. Weil am Dienstag, also heute ist gerade Sonntag, wo ich es aufnehme, für euch ist das gestern. also, ja. Ach, Dialyse. Uff, das ist übel. Ja, Samstagmittag ist bei mir aber nett. So, Blackbox, hier ist Bedrohung 0. Wo sind mein Tipper? Mein Sammler. So, nur 4 Blackboxes, das ist sehr schön. Hier ist Bedrohungsstufe 0. Irgendwie, da habe ich keine. Nicht so viel Zeit, um in Ruhe zu zocken, meistens. Vor allem, weil wenn man sich schon mit dem verabredet und irgendwo ein bisschen ballern gehen will, dann sollte das ja, wenn möglich, mal länger als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehen. Und das wird mit dieser Katze eh immer problematisch. Das ist ein bisschen Owens, wenn die auch on Tour ist. Irgendwie spielt sich Owens entspannter. Zumal, okay, gut, während der Woche war da, geht dann halt eh nicht wegen Arbeit. Wobei das Elite. wuff. Die Terminfindung gestaltet sich ja schwierig, wobei ich raus, was ich raus, weil Elite ist teilweise auch schon fast Arbeit. Vor allem das ganze Ressourcen sammeln für das Raumschiff, so Pimpe, dass das nicht als offizielle Arbeit durchgeht. Müsste man sich von der Arbeit Urlaub holen, müsse, dürfe, um bei Elite weiter zu spielen. Ach, das wär's. So. Ja, toll. Ich würde eigentlich gerne nach Hause. So. Ach, guck mal. Direkt voraus. So, warte mal jetzt. Moment. Was will ich hier noch? Wow. Keine Ahnung.
Ah, sorry. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin gerade auf meinem Touchcomp für Silent Running, das ist aber gar nicht gut. Jetzt wollte ich eher warten, bis so, okay. Ach, wer braucht schon Schild? Schild wird überbewertet. So, okay. Jetzt wieder auf zum eigentlich zu der eigentlichen Aufgabe. Wir müssten noch in die Station rennen, ohne dass irgendwelche größere Unfälle passieren. Ja, die Terminabsprache hier, unglaublich. Oh. So, ich hatte während dem Hyperraumsprung noch gar nicht Geschwindigkeit runter geregelt. Passiert was sonst nie. Och nö, oder? Das ist jetzt aber gar nicht gut. Zielschiff. Ach, Gott sei Dank. Moment, Goofy, ich kann gerade nicht. Ich muss gucken, dass ich hier. Nein! Birmingham World. Oh, ich nicht hinkommen. Sowas von ärgerlich. Wobei eigentlich die Boston Base ist ja eigentlich gut gelegen, dass es, weil sie ziemlich weit vom Planet weg ist, aber für so Fly-by-Bremsmanöver ist es natürlich. Jetzt bin ich von der komplett falschen Seite. Der fängt mich so ab. Ist das die Polizei? Oder was? Da hab ich hier auch die Bock drauf. An der will ich mich nicht wirklich anlehnen. Hm. Also die Anaconda ist zum Ausweichen. Eher suboptimal. Wieso? Ah! Scanne die mich hier. So. Ist keinerlei Ahnung, ob das jetzt wirklich die Polizei war oder nicht. Ah ja. Der Dorwinkel ist schon besser. Ja, der ist in Ordnung. So, jetzt bitte ohne irgendwelche Scherze. Ich will hier rennen. Wie sagte ich noch? Ein bisschen Nervenkitzeln mit der Mission. Wir machen mal ein paar Blackboxen, ein paar Illegale. Ja, ja, ja. So. Ja, das passt dann auch für die Folge. Der Winkel ist relativ gut. Ja, nur relativ gut. So. Okay, jetzt erstmal das Wichtigste. Und das ist.
So, ich hoffe. Was hier nicht so kann, ist mit der Anaconda direkt drin presche. Also. Komm mal ohne Scan drin, oder? Ja, ich hätte jetzt keine Zeit für. Ah ja, passt. Sehr schön, wunderbar. Ach, und das Scan hat nicht mal angefangen. Also, wir dämpfen sie hier in der Boston Base wirklich, wirklich sehr in Ordnung. Weil meine andere Base wahrscheinlich schon wesentlich früher gescannt wurde. So, achso, genau, mir wurde die Mission einfach noch abgeben. Was gibt's denn hier? Raffinierte Laserkristalle. Ich nehme die mal. Und hier nehmen wir das Geld. So, sehr schön, Wunderbärchen. Sogar für die Supermacht ein bisschen. Dann würde ich doch fast behaupten, wir machen hier einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin dann. Bye, bye.